Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne. Ich starte die Aura und das heißt, wir begeben uns jetzt in den fünften Akt, denn wir haben den Olymp erfolgreich... Oh, da ist jemand. Ich bin blind, aber ich sehe... Ich sehe, dass dich eine neue Reise erwartet. Deine Taten hier oben haben unten für Unfrieden gesorgt. Du musst deinen Weg dorthin finden... wo das Schicksal aller Menschen liegt. Ansonsten werden viele der Größten verloren sein. Suche die Hexe des Ixischen Waldes. Nur sie kann dir den Weg zeigen. Ja, Hauptaufgabe aktualisiert, eine geheimnisvolle Botschaft. Ja, wie gesagt, wir haben den Olymp befreit. Die Hexe vom Ixischen Wald. Verdammnis! Ja, du mich auch. So... Das heißt, wir gehen hier mal stolz runter. Wo sind wir eigentlich? Tempel des Apollon. Ja, wie dem auch sei. So. Den babbeln wir jetzt mal nicht an. Oh, wir sind in Rhodos. Also sind wir wieder unten auf der Erde. Ist der Olymp überhaupt auf der Erde? Ich weiß es nicht. Medea kam vor Jahren zum Ixischen Wald. Und jetzt ist sie nur noch als die Hexe bekannt. Es mag sein, dass sie vielen hilft. Aber jene, die sie aufsuchen... müssen auch mit ihrem Zorn rechnen. Ja, und es muss sehr deprimierend sein, mit jemandem zu sprechen, der hinter der Hauswand steht. So. Ja, haben wir nix. Ja, Hauptaufgabe wieder aktualisiert. Wir müssen definitiv die Hexe im Ixi-Dingstar-Wald finden. Ich komme nicht an Eisen. Der Preis von Bronze. Du hast Glück, dass ich überhaupt was anbieten kann. Ja, sowas aber auch. So, diesmal kann ich auf die Kommentare ein wenig eingehen. Ich habe ja ein bisschen viel im Voraus aufgenommen. Und zwar sollen wir den blauen Panzer anbehalten, wegen der Intelligenz wahrscheinlich. Das heißt, ich werde hier das verkaufen. Oh ja, und den Schild weiß ich noch nicht. Ja, mal schauen. Kann sein, dass ich die Kommentare da noch nicht erhalten habe. Achso, hier ist noch sowas auch weg. Ne, die Smaragdkrone nicht, ne? Ich glaube, wir haben die letzte Mal nur angezogen, weil die 16% Intelligenz hat und wir eigentlich... Ja, Intelligenz brauchen wir. Der Rüstungsfaktor dürfte ja eigentlich relativ egal sein. Ja, das kommt weg. Und der kommt auch weg. Ich behalte den hier mal. Das behalte ich. Beziehungsweise ich packe das gleich mal weg. Das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir nicht. So. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. So, wir packen mal alles hier rein. Lagere deine Sachen. Oder lass sie verschicken. Ja, jemand liegt im Sterben. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier reingepackt. Ah nein, ich habe es angezogen, ich Idiot. So, ich wollte das nämlich hier reinpacken. So, das mache ich auch gleich mal. Wobei, warte mal, der kommt hier unten hin. Was habe ich denn hier noch Schönes? Ja, auf Geschicklichkeit. Hier, Thebens Rüstung. Hat man den nicht mal an? Ich weiß nicht. Irgendjemand aus den Kommentaren hat hier das Thebens-Set gesucht. Haben wir irgendwas komplett, was ich hier reinpacken kann? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen immer noch den Weinschlauch finden. Ja, den findet man im ersten Akt. Möge Hera dir wohlgesonnen sein. Ja, Hera möge dir auch wohlgesonnen sein. Mein Sohn ist schrecklich krank geworden. Die Heiler konnten nichts tun. Wir haben Medea um Hilfe gebeten, aber sie ist grausam. Sie sagte, dass sie mir nicht helfen würde, bis ich ihr das große Buch irgendeiner alten Königin bringen würde. Wie soll ich da drankommen? Eine von Medeas Schülerinnen. Sie wollte helfen, aber Medea hat sie wieder an die Arbeit geschickt. Procne war ihr Name. Ich bin mir sicher, dass sie etwas über dieses Buch weiß. Ja, da müssen wir die Procne wohl finden. Nebenaufgabe aktualisiert. So, ich habe alles eingeräumt. Ist hier unten noch was? Nein. Ah, doch, ein Portal und noch eine Quest. Es wird gesagt, dass ein großes, gepanzertes Monster, so groß wie eine Trireme, an der Küste Damatrias gelandet sei. Es führen zwei Wege nach Damatria. Einer durch die Höhle von Ortea, der andere übers Meer. Ich schätze, dass jetzt nur noch ein Weg offen ist. Ja, noch eine neue Nebenaufgabe, eine Krabbengeschichte. Ja, jetzt werden wir hier, oh, wieder Belebungsbrunnen, jetzt werden wir hier mit Quests überhäuft. So, mal ganz kurz schauen, die Steuerung wieder. Ich habe ja nämlich eine Woche wieder nicht mehr gespielt. So, hier können wir wahrscheinlich nicht durch. Wird von Soldaten bewacht. Okay, auch hier sind Krabben. Ach, guck mal an, die sind sogar aggro. Ja, natürlich, jedes Monster hier in dem Spiel ist aggro.
Wieder zu viel MMOs gespielt. So, die lassen nichts fallen. Also, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht dran. Kommen ja wieder Geister aus dem Meer. Das wäre auch mal wieder interessant zu wissen. Ja, okay, die können nichts. Aber hier scheinen keine Ertrunkenen oder sowas aufzustehen. Können wir das hier öffnen? Nein. Mensch, die ganzen Fischerboote. So, aber guck mal hier. Hier ist seichtes Wasser. Hier können wir durchlaufen. Ach, guck mal. Ein Hai. Ist ja geil. So. Da haben sie bestimmt noch mal ein bisschen was grafisch hier springen lassen. Ein Knochenhaufen. Nice. So, zack, zack. Ich nehme erstmal alles mit, bis wir halt wieder voll sind. Weil ich muss ja auch mal wieder sehen, dass wir unsere Rüstung upgraden. Wir sind jetzt wieder in meinem neuen Akt. Das heißt, die ersten Gegner-Bosse, wie ihr an der Lebensanzeige oben seht, können ein wenig hart zu uns sein. Aber ich denke, das kriegen wir relativ schnell hin. So, die machen wir so. Hier unten war auch noch einer, aber den pieksen wir alleine tot. Ist ja kein Problem. So. Allerdings bin ich nicht hier, um Krabben zu kuttern. Ach du Scheiße. Ihr Parasiten. Ich weiß, Krabben sind keine Parasiten. So, ne, das können wir nicht mitnehmen. Aber ihr seht schon, das Ding hat eine neue Grafik hier, diese Waffe. Ist so geschwungen und sieht sehr nice aus. Ich meine mich zu erinnern, dass es auch irgendwo hier hochging. Wahrscheinlich ein wenig später am Strand, aber es ist schon ewig her, dass ich diesen Akt gespielt habe. So richtig viel kann ich darüber noch nicht erzählen. Außer, dass ich mal einen Heiltrank reinballer. Ich sehe schon, wir haben ein bisschen viel verbraucht beim Endkampf. Da musste ich mich auch ein bisschen konzentrieren, obwohl er ist nicht schwer. Man muss nur in Bewegung bleiben und ausweichen. Das ist eigentlich schon alles. So, da ist noch ein Knochenhaufen. Okay, ein Energietrank. Oh, wieder Haie. Nee, sind das... Doch, das sind Haie. Ich dachte, weil da jetzt zwei geschwommen kamen, sind das Delfine. Aber das sieht doch eher nach einem Hai aus. So. Okay, dann werden wir mal den Strand weiter absuchen. So, hier geht es nämlich, glaube ich, irgendwo hoch. Genau, aber ich gucke erstmal den Strand an. Ob hier noch irgendwelche Krabben sind, die auf meinem Teller landen möchten. Oh ja, eine besonders große. Beziehungsweise zwei große, die bestimmt nichts droppen. Warum auch? So. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich offscreen ein wenig diesen Weinschlauch farme in Griechenland. Aber, nö. Wobei, ich kann es ja noch machen. Ach, da gibt es neue Quests. Ich will jetzt aber erstmal hier rumgucken, bevor ich hier zigtausend Quests annehme. Ach, da ist ein Stachelpanzer. Okay, wieder ein neues Relikt. Oha, da sprudelt es wieder heraus. Also, dann schaue ich mal kurz, was der Stachelpanzer, das ist das hier. Der zerbrochene Panzer eines Korkinos kann Schilde verstärken. 4 Schaden und 1% Schildblock. Das ist natürlich klasse. Schildblock werden wir ja wahrscheinlich im defensiven Bild brauchen. So, die Sachen habe ich gerade aufgehoben. Die sind grottenschlecht. Ja, okay, das zählt jetzt hier nicht, der Helm. So, was haben wir hier oben? Ah, neue Gegner. Ich schaue aber erstmal hier lang. Erstmal die Krabben hier fertig machen. Mal hier die krossen Krabben vernichten. So. Das war ein Taker. Das müsste ein Schild sein, ja. Genau, Taker der Stärke. Und isolierender Dingsbums. So, dann schaue ich mal hier. Ach, guck mal. Hier sind die auch. Yay, da ist schon wieder was gedroppt. Ein Stachelpanzer. Vielleicht kriegen wir das Ding zusammen. Dann können wir. Nein, wir können unser Schild nicht verzaubern. Denn wir haben ja das Glück, einen blauen Schild zu tragen. Und die kann man ja leider nicht verzaubern. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es immer noch nicht. So. Zack. Aha. Aber das ist kein Speer, ne? Das wird wahrscheinlich ein Stab sein. Warte, wo steht jetzt, Doch, es ist ein Speer. Oh Mensch, der ist gut. Aber ich meine jetzt von den Schadenswerten her, der hat einen höheren Grundschaden. Aber, unser ist dennoch besser. Aber vielleicht finden wir ja irgendwas hier, was unser Interesse weckt. So, ihr dürft gerne noch mehr fallen lassen. Aha, Passage des Herrn der Fürsten, gesperrt, von Wächter versiegelt. Ja, da werden wir definitiv später noch zurückkommen müssen.
Ich werde es bis dahin eh wieder vergessen haben, also macht euch keine Hoffnungen. So. Ja, okay, dann schaue ich hier halt weiter. Und dann würde ich sagen, nehmen wir doch die Quest an. So, kommt her. Jetzt mal alles sammeln hier. Nice. Der Knochenhaufen ist unser. Ha, nur Shit drin. So, aber wo war jetzt nochmal die Quest? Genau hier unten irgendwo, ne? Genau, wir sind den Strand weitergegangen, weil da oben ist ein Wiederbelebungsbrunnen. Das heißt, da geht der reguläre Weg weiter. Da möchte ich allerdings noch nicht lang. Ich möchte natürlich erstmal den Strand hier erkunden. So, die habe ich hoffentlich alle erwischt. Sieht gut aus. Okay, Gold. Also, wenn wir etwas nicht gebrauchen können, ist es Gold. Also, im echten Leben gerade gerne, aber ansonsten hier im Spiel hat das nicht wirklich eine sinnvolle Bedeutung, meiner Meinung nach. Ich meine, wir finden so viel und vielleicht gibt es ja auch andere Klassen, die nicht so defensiv sind und dementsprechend... Hey, du da! Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Ja, vielleicht. Wir müssen das Signal entzünden, um den Handelsschiffen mitzuteilen, dass der Hafen wieder sicher ist. Jedes Mal, wenn wir es versuchen, werden wir von Untoten überwältigt. Wenn du uns helfen kannst, dann sag es. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Alles klar, los geht's. Wunderbar. Nimm diesen strammen Burschen. Er wird die Fackel tragen und das Signal anzünden, wenn du für seine Sicherheit sorgst. Ein strammer Bursche. Heißt der auch so? Nein, er heißt Fackelanzünder. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich werde jetzt trotzdem erstmal den ganzen Strand nochmal absuchen. Wir werden es wahrscheinlich gleich wieder mit Untoten zu tun bekommen, wie ich das da rausgehört habe. Ach, hier wird das wahrscheinlich sein. Hier sind, das sind Untote. Nee, das sind Geister, ne? Nee, Geister sind keine Untoten. Untote sind ja bestehen ja aus Materie. Und Geister sind ja eher so, Geister halt. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Oh, irgendwelche Tränen? Da müsst ihr auch nicht gleich hier rumheulen, Mensch. So. Die sind noch nicht mal ansatzweise gefährlich. Du lässt den strammen Burschen in Ruhe, meine Fresse, ey. Los, komm her. Gut. Aber hier geht's natürlich nicht weiter. Mensch, wo ist denn das? Vielleicht hier? Hier sind auch diese Viecher. Die ertrunkenen Seemänner, die irgendwie nur auf den Fackelträger anzuspringen scheinen. Oh! Ein Knochen. Den gucke ich mir jetzt aber erstmal an. Ach nein, die kommen jetzt alle angeschissen hier. Wahrscheinlich müssen wir hier dran zur Kamiros-Klippe. Meine Fresse. So, dann machen wir das mal eben, bevor wir uns die Knochen angucken. Nein, die haben wir nicht alle erwischt, ich weiß. Die gehen echt nur auf den strammen Burschen ab. Aha, hier ist das Leuchtfeuer, das Leuchtsignal. Dann entzünde es. Ja, Nebenaufgabe aktualisiert. Achso, jetzt müssen wir den wahrscheinlich hier verteidigen. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Ist ja nichts Neues, so eine Quest. Ja, das geht relativ gut. So, die hat er jetzt hier fertig. Ach nein, jetzt geht die... Ach, das geht hier so wellenmäßig ab, ey. Ist ja krass. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. So. Aus dem Weg. Ich bin kein Arzt. So, die hätten wir auch. Wie lange braucht denn der da, um die Fackel anzuzünden, ey? Wahrscheinlich kommt jetzt noch so ein Boss oder irgendwie sowas. Hallo. Oder sind wir jetzt fertig? Ja, es brennt. Das kann ja doch ruhig sterben, oder? Da, ich habe irgendwas gehört. Okay, es sind meine Wahnvorstellungen. Okay, das scheinen wir fertig zu haben. Wo sind denn jetzt hier die Quests? Nebenaufgaben. Ach, es ist Akt 4. Dann ist Olymp der Akt 3 noch. Aber ich dachte, das wäre ein eigener Akt. Naja, ist egal. Der Spießrutenlauf. Ein Vorarbeiter. Endlich entzündet werden. Sprich, ach, jetzt müssen wir wieder zurück. Alles klar, dann lasse ich dich mal in Ruhe, du strammer Bursche. So. Der hat übrigens auch von unserer Aura profitiert. Ach so, dann könnten wir jetzt eigentlich mal die Knochen angucken. Ja, super, eine Einhandwaffe.
Boah, 16% Stärke, 16% Leben, 17% Angriffsqualität und 15% Angriffsgeschwindigkeit. Dazu noch 3% Wahrscheinlichkeit für 396 Giftschaden für 6 Sekunden, 100 Bonusschaden. Und guckt euch diese Werte mal an, ey. Krasse Sache. Aber ich will eigentlich einen Speer tragen. Ja, jetzt haben wir zu wenig Geschicklichkeit für das Vieh. Aber ist das jetzt so relevant? Wir haben 17% mehr Leben. Eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Und Bonusschaden und Giftschaden. Ich weiß nicht. Ich probiere das mal. Ich packe den Speer allerdings erstmal hier hinten in die Tasche. So. Muss ich da noch irgendwas reinpacken? Nee, wahrscheinlich nicht. Ach so, Schattenschleier. Das wollten wir, glaube ich, machen, ne? Ja, da fehlt uns aber der Weinschlauch für. So, warte mal ganz kurz noch. Ich habe vorhin noch irgendwas gefunden. Hier, Stachelpanzer. Aber ich bin mir sicher, ich habe noch etwas gefunden. Irgendeine Träne. Ja, Essenz. Die haben wir allerdings noch nicht. Okay, dann gibt es hier wieder eigene Essenzen und sowas. Gut. Ach, hier sind noch unsere Fußspuren. Dann würde ich sagen, gehen wir die Quest ab. Gehen noch ein paar Krabben killen. Genau, Krabben killen. So. Meine Fresse, was halten die denn aus, ey? Ist ja nicht mal feierlich. So, her mit dem Trank. So, dann müssten wir hier wieder beim Lager sein. Jawohl, und die Quest abgeben. Das Signal leuchtet jetzt für alle gut sichtbar. Jetzt werden wir wieder zu einem Zentrum des Handels und der Produktion. Ich sehe ein neues goldenes Zeitalter für die ganze Insel. Und das alles dank eines Helden und eines jungen Mannes mit einer Fackel. Quatsch nicht rum, gib mir die arkane Formel. Oh, der ewigen Nacht, das hört sich aber eher was wie für Schurken an. Wo haben wir die? Hier. Schleier der ewigen Nacht, wenn das Ding fertig ist. 10 Schaden. Ja, Giftschaden ist klar. Energieentzug ist natürlich auch nice. Durchschlagschaden, Lebenskraftschaden, Widerstand, Lähmungswiderstand, Leben. Und Angriffsgeschwindigkeit ist eigentlich auch ganz cool. Aber das ist wahrscheinlich für so ein, ja, einer, der mit zwei Einhandwaffen kämpft. Der dann so richtig in so einen Rage-Modus reingeht. Okay. Okay, das war Fail. Das sind Frösche, oder? Hey, die sehen lustig aus. Guck mal, wie die rumzappeln. Nun gut. Wir haben den Strand hier fast erkundet. So, hier ist noch eine Krabbe. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Schläge für die. Ich glaube, ich behalte den Knochen erstmal. So, jetzt haben wir aber auch echt alles. Das heißt, wir müssen da oben weiter. Zum Brunnen der Wiedergeburt. Ja, und das heißt, ich mache jetzt einen Schnitt und bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne. Also, bis dann.